Ja, die Produktionsleitung hat die große Aufgabe, das ganze Projekt zu leiten. Das heißt, er ist verantwortlich für im Grunde alles, was im Rahmen eines Theaterprojektes zusammenkommt, zusammengehört, von den künstlerischen Abteilungen. Also er ist dann letztendlich dafür zuständig, die ganzen Darsteller zu organisieren, das Organisationsteam zu organisieren. Das heißt, Bühnenbildner, Kostümbildner, Regisseur, die Darsteller hatte ich schon erwähnt. Und er muss diese ganzen verschiedenen künstlerischen Bereiche bündeln und im Blick haben und vielleicht sogar auch mitplanen und gestalten. Daneben gibt es natürlich noch viele andere Bereiche, um die er sich kümmern muss. Die Finanzen sind da, glaube ich, an erster Stelle zu nennen. Also er muss den Überblick haben über die Finanzen, muss die Finanzen sehr wahrscheinlich auch sogar planen, organisieren, das Geld verteilen an die einzelnen Abteilungen. Er muss mit dem Verlag verhandeln, er muss die ganzen Rechte klären, er muss das Leihmaterial vielleicht auch organisieren. Er muss mit der Spielstätte verhandeln, dem Theater, wo das Ganze dann aufgeführt wird. Er muss verhandeln, zu welchen Konditionen man die Bühne bespielen darf. Er muss die ganzen zeitlichen Abläufe im Blick haben, für wie lange muss sich das Team bestellen, organisieren, zusammenbringen. Und er muss auch die technischen Anforderungen kennen. Das heißt, er muss wissen, was brauche ich überhaupt, um das Stück, das ich vorhabe, auf die Bühne zu stellen? Was brauche ich an Licht? Was brauche ich an Ton? Was brauche ich an bühnentechnischen Anforderungen? Und er muss schließlich sogar auch die Pressearbeit im Blick haben. Also das ganze Marketing muss er auch im Groben kennen und wissen, wie man das Stück, das man plant, am besten vermarktet. Das sind so im Grunde die ganzen Anforderungen an einen Produktionsleiter. Die Produktionsleitung hat natürlich mit ganz, ganz unterschiedlichen, mit ganz vielen Gewerken zu tun und ganz viele unterschiedliche Dinge abzudecken. Und ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung für die Produktionsleitung, nämlich wirklich zu wissen, wie sehen die Finanzen aus, wie sieht die künstlerische Zusammensetzung aus, wie sehen die technischen Herausforderungen aus. Und das alles im Überblick zu behalten, das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit, aber auch, glaube ich, der große Reiz für eine Produktionsleitung. Ja, ich glaube, was am meisten reizt und was auch wirklich sehr viel Freude bereiten kann für die Produktionsleitung, ist wirklich der Chef von allem zu sein. Das heißt, man muss wirklich alles bündeln und alles, was da zusammenkommt, vor und hinter der Bühne, muss man im Blick haben. Man muss sogar auch noch das im Blick haben, was gar nicht direkt zum Team gehört, nämlich die Marketingabteilung und die Spielstätten, mit denen man zu tun hat, Verlage, mit denen man zu tun hat. Und das ist natürlich eigentlich ist man sozusagen der General Manager des Ganzen. Und das ist, glaube ich, für viele auch sehr reizvoll.